Hallo meine lieben Freunde und damit natürlich herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake mit mir, dem Shardhawks. Klare Sache, wir machen weiter hier bei Hoyos Versuchslab oder so, könnte man so sagen. Machen wir. Guck mal hier. Ein Schalter. So, was triggern wir? Um weiterzukommen wahrscheinlich, aber nur diese Teile da. Wunderbar. Ob man unten jetzt auch lang kann? Oh, geil. Das ist ja sweet. Ja, kann man. Kann man, kann man, kann man. Wenn wir doch nur ein PHS hätten. Da ging es vorhin gerade noch in eine andere Richtung runter. Ich glaube, da ging es zur 1. Oder kommen wir von der 1 rein? Weil, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hm, da gab es auf jeden Fall gerade noch einen anderen Weg. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Richtige ist. Okay, auf jeden Fall gibt es hier ein PHS. Das sieht sehr gut aus. Das werden wir auf jeden Fall nutzen. Und dann mal in das andere Türchen reingehen. Ja. Wir haben hier gerade einen Hebel bedient. Damit sollte der Weg für euch ebenfalls frei sein. Schön. Dann sind wir jetzt an der Reihe. Gruppe wechseln. Yes. Bleibt, wo ihr seid. Wenn was ist, melden wir uns. Okay. Seid bitte vorsichtig. Roger, Roger in Kambodscha, würde ich sagen an dieser Stelle. Was? OBS benden? Nein, bist du denn bescheuert? Als ob ich jetzt meine Aufnahme benden will. Mich macht nur eine Sache stutzig, und zwar das Aufnehmen funktioniert jetzt gerade richtig gut. Ich benutze gerade... Ne, ich kann es dir eigentlich sagen. Ich benutze gerade 60 Mbits, sag ich mal, ja... zum Aufnehmen quasi. Habe ich 16 gesagt oder 60? 60 Mbits auf jeden Fall. Und die Sache ist, was mich tatsächlich wundert, ist einmal, warum habe ich den Schalter zu 2 nicht geöffnet? Und das andere wäre, vorhin als ich gestreamt habe, ich streame ja mit 6000, also mit 6 Mbits quasi, also 10 mal weniger gefühlt. Und auch tatsächlich. Und da hatte der Stream geleckt und jetzt fällt mir auf, wenn ich nur diese eine Quelle anhabe, und zwar nur eine, und zwar genau quasi das Game jetzt hier gerade, oder das Capture-Programm, dann, ja, dann scheint ja alles irgendwie zu funktionieren, nicht zu ruckeln. Ich frage mich, ob irgendeine Szene das immer triggert, dass ich nicht weitermachen kann. Also, was heißt jetzt nicht weitermachen kann, dass es halt eben ruckelt. Sorry, ich habe gerade ein bisschen laut gedacht. Mit dem Weitermachen dachte ich gerade, hä? Ist die Brücke jetzt eingefahren? Kann ich nicht rüber? Aber nein. Alles gut. Ich bin gerade ein bisschen deppert. Dieser Geruch. Hojos Versuchsobjekte. Die stinken, oder was? Oder riechen die gut? Und jetzt fängt es, glaube ich, auch sogar tatsächlich leicht an zu zucken in der Aufnahme. Okay, ich habe nichts gesagt. Never mind. So, hier kommt doch bestimmt irgendwas. Oh ja. Oh, jetzt habe ich vergessen, mir wieder die Analysematerie zu geben. Tatsächlich. Und ich hätte vorhin ausruhen können und dadurch meine MP regenerieren, weil wir haben gerade gar nichts. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig gerade. Vielleicht können wir gleich nochmal kurz zurück und das eben realisieren. Laut ist vergiftet, ne? Hast du Auto-Vita? Ich glaube, ich habe bald Auto-Vita gegeben, ne? Was ging jetzt ab? Ach so, das war... Das war Red 13. Aber die Gegner sind ja ganz schön happig. Warte mal, aber den kann ich jetzt finishen und dann ist alles cool. Bitte mich finishen lassen. Geschicklichkeitsbonus erhalten, hat geklappt, ne?
Okay, Roger. Hä, geht's hier noch weiter? Ich hoffe doch sehr, dass ihr euch gut amüsiert. Dreck, sag ich, knall dich an. Vorsicht! Du könntest das kugelsichere Glas zerkratzen. Die Begegnung mit ihnen scheint ihn nicht merklich beeinflusst zu haben. Hey! Wo willst du hin? Gut, darf ich jetzt nochmal zurück, oder... Nö. Scheint nicht so, okay. Wir haben ja noch ganz schön viele von diesen Supertränken. Die können wir einfach mal alle konsumieren. Es gibt ja so einen Button, steht Item wiederholt einsetzen. Ich glaube, den habe ich noch nie benutzt, den Knopf. Nach wie viel Zeit? 37 Stunden. Ist ja noch, ist ja nix. Das Game hat eine Average Playtime von 40 Stunden. Da müsste ich eigentlich schon bald drüber sein. Bin mal gespannt, wie das aussehen wird. So, wir haben jetzt ein bisschen... Oh, ich weiß, was hier passiert. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Motte! Okay. Also Range ist jetzt, glaube ich, hier angesagt. Ich weiß nicht, was sie da mit den Typen machen. Auf jeden Fall sehr verdächtig. Einen Moment. Diese Elektro-Sachen müssen wir auf jeden Fall eliminieren. So. Jetzt umswitchen zu Barrett. So, knall mal die Teile da oben weg. Ich sehe zwar nichts, aber ist ja auch nicht so wichtig, oder? So, Cloud. Mittelspannungsentladung. Okay. So, hier. Zack, geparried. Hier, komm. Ich bin immer noch in der geilen Haltung hier. Greif mich an, los. Alles klar. Oh mein Gott, das war gerade doppelt pariert. Ich werde das nie wieder in meinem Leben hinkriegen. Das war das one and only Steras, dass wir das gemacht haben. Ich zähle auf dich. Ich übernehme. War aber auch gar nicht so einfach. Zerstört werden. Immer wieder ein erquickendes Vergnügen, dessen ich wohl niemals überdrüssig werde. Nun, so weit, so gut. Dann zum nächsten Test. Okidoki. Nächster Test, was wird da auf uns dauern? Kam bin ich daher? Ich hätte jetzt gesagt, wir sind daher gekommen. Nein, wir sind von da gekommen. Hier war schon richtig lang. Fuck. Ja, ich habe gerade... Das war eine gute Stütze. Ich wusste, wenn ich in den Raum reingehe und dann links gucke, dann müsste da das Ding gewesen sein. Aber
Wir sind gerade in den Raum reingekommen und das Ding war rechts, also konnte das nur der falsche Weg sein. So, dann sei mal schön nett zu meinem Spielzeug. Was wird das jetzt schon wieder? Oh, die kann ich auch nicht analysieren. Und diesen Fresh, die Leute hier, oder? Ja, Dimensionshammer. Oh Mann, ey. Egal, was soll's. Ich denke mal, Blitz wird effektiv sein. Nach dem Kampf schnell reinzwitschen wieder, Analyse. Aber Hoyo scheint ja echt gut vorbereitet zu sein. Der hat für alles eine Antwort, ne? Ja. Das ist meine Antwort. Chophammer. Hallo? Ich mag keinen Chophammer. Alter, du musst mal eben deinen Bro hier heilen. Shit. Ich brauche immer noch Healing, Barrett. Wo ist denn das? Ich warte. What? Oh mein Gott, verpisst euch. Warum bist du fast tot? Weiter geht's mit dir. Volle Konzentration. So, hier, mach diese Teile hier alle weg. Hier wird nichts getestet mit mir. Habe ich hier eigentlich. Als Grußbefehl habe ich Bio, okay. Nicht ganz so geil, aber was soll's. Mal kurz eine Pause. Hat schon Vorarbeit geleistet. Das Spiel ist aus. Jo, weißt du was? Das Spiel ist wirklich aus. Leck mich. Du! Dreckskind! Was ist überhaupt mit Red? Was hat er da für eine komische Bubble entwickelt? Die einen irgendwie in der Luft einkapselt, einbuchtet, einbarriert? I don't know. Was war das? Wo ist er? Tut mir leid. Er ist entkommen. Wir müssen hier raus. Ey, Red 13, du hast nichts falsch gemacht. Mein lieber Freund, du hast gar nichts falsch gemacht. Weißt du, warum du nichts falsch gemacht hast? Weil das Ding dich einfach festfriest, das ist einfach nur plot-wise. Du kannst dich dafür, die Story sollte einfach so laufen. Kann man eigentlich immer sagen, ne? So, irgendwie gibt es hier auch mehrere Orte, wo ich lang gehen kann, aber da und da. Deswegen bin ich ja ganz außer mir hier. Ich weiß. Okay. Ich habe jetzt eher gedacht, ich gehe ins Menü und auf einmal.
Kurz nochmal ins Menüchen. Cloud. Geometriereif. Hast du bestimmt im Matheunterricht geklaut, ne? Scheiße, ist das viel besser. Von der Abwehr her. Wieso haben wir nochmal... Ach so, weil da 4 Slots waren, ne? Habe ich nicht was Besseres jetzt? Machtreif. Da sind zumindest jetzt immer solche schönen Dings hier drin, ne? Joa, also komm, der. Also der ist ja wohl, ne? Mahlzeit. Der ist lecker. Den nutzen wir. Gerne sogar. Nix hier drin. Das ist kein Krankenhaus, oder? Hier sind wir doch vorhin schon gewesen, oder? Mit Tifa? What the hell geht jetzt ab? Neurokapsel, here we come. Mein Leben ist übrigens nicht so fresh, ne? So, künstliche Lebensform aus der Abteilung für chemische Forschung. Habe ich eigentlich irgendeine andere Fähigkeit, um mich zu heilen, ohne MP zu verschwenden? Ne, ne? Alles ist jetzt bei mir MP-based. Leute, it's party time. Ah, ne, warte mal. So, hier. Schwertsturm. Schwertsturm. So, und Barrett soll mich einfach heilen. Schwertsturm. So, was? Kann ich mich jetzt wenigstens noch... Nein, kann ich nicht. Okay. Oh, Stopp ist ja so ein schöner Zauber. We made it! We made it. We made it, made it, made it. Okay, war gar nicht so schlecht, oder? Haben wir doch toll gemacht. Tja, langsam wird das alt. Fuck, ich bin ein Idiot. Von einem Fahrstuhl. Da gab's doch noch einen zweiten Weg. Okay, wisst ihr was? Wayne. Maybe next time, wenn wir hier sind. Ich habe das Gefühl, das wird nämlich jetzt zu weitläufig. Wenn ich jetzt irgendwie versuche, das Ding nochmal zu öffnen, dann muss ich, glaube ich, irgendwie ganz zum Anfang wieder zurück. Oder ich müsste zumindest wieder zur mittleren Plattform. Aber da muss ich ja sowieso jetzt hin. Weil sonst kommen wir eh nicht weiter, right? Das ist halt so die Sache an der Sache, lol.
Die Sache in der Sache. Sektion 4, was? Um die Tür zu öffnen, müssen wir zurück zum zentralen Kontrollterminal. Zurück können wir nicht. Was jetzt? Wir müssen eine Verbindung schaffen. Eine Verbindung? Eine Verbindung mit der Dunkelheit? Nein. Erstmal hier. Hinsetzen, ausruhen. Und vielleicht nochmal kurz den Automaten checken, ob es da nicht vielleicht wieder irgendwelchen neuen Stuff gibt, wa? Das kann natürlich auch immer wieder vorkommen. So, und tatsächlich Megatränke, die wir gelostet haben, die haben wir jetzt wieder. Und natürlich wieder ein paar schöne Äther. Geil! So, meine lieben Freunde, ich würde sagen, da machen wir an dieser Stelle jetzt erstmal wieder ein kleines Päuschen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Final Fantasy VII Remake. Okay, alles klar. Jetzt bin ich raus, aus die Maus. Ciao, ciao, Like, Abo, Kommentar. Nicht vergessen, ganz wichtig, ganz wichtig. Gut, alles klar. Jetzt bin ich aber wirklich raus.